Hallo Autofans, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei Nights Cars. Ja, und nun ist es endlich soweit. Die letzte Ausfahrt mit meinem Ford Fiesta ST, oder besser gesagt, den von meiner Frau. Denn ich fahre jetzt nach Weinheim und hole mein neues Auto ab. Und ihr könnt dabei sein, ja. Ihr seid dann die exklusiven Zuschauer, die den, jetzt hätte ich es fast verraten, die das neue Fahrzeug denn sehen. Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran und ich melde mich von unterwegs. Also, ja, Autofans, noch 15 Kilometer, da bin ich da. Ich muss euch aber noch eine Anekdote von dieser Woche erzählen. Heute ist ja Dienstag und eigentlich wollte ich das Auto am Freitagmorgen zulassen und ihn dann am Freitag abholen, weil das halt gut mit meiner Schicht gepasst hätte. Ja, aber da wurde nichts draus, ja, weil das Thema, was uns alle beschäftigt, was weltweit bekannt ist, Corona. Ja, der Corona hatte Schuld. Ja, mein Händler hat mich am Montagmittag angerufen und mich gebeten, wenn ich das Auto jetzt noch haben möchte oder wollte, dass ich doch vorbeikommen möchte und den Brief hole, damit ich ihn zulassen kann. Ich sagte, naja, warum schicken Sie mir nicht einfach zu, hat er gesagt. Naja, dann habe ich ihn erst am Mittwoch und er weiß halt nicht, wie das bei uns zu Hause in Alza ist, ob da die Zulassungsstellen noch zu haben, noch auf haben. Ja, so weit hatte ich noch gar nicht gedacht. Ja, er sagte mir, in Neustadt und Landau und Bad Dürkheim hatten die Zulassungsstellen schon alle zu. Und ja, ich müsste, wenn ich ihn noch diese Woche haben wollte, müsste ich sofort vorbeikommen und ihn auch im Prinzip sofort zulassen. Weil sonst bekäme ich ihn erst Mitte April. Naja, also ich habe mir dann den Schlaf aus den Augen gerieben, schnell eine Tasse Kaffee hinter die Binde gekippt und bin dann die 60 Kilometer nach Neustadt gefahren. Ja, hab den Brief abgeholt, dann die 60 Kilometer wieder zurückgefahren, schnell nochmal gecheckt, was die Zulassungsbehörde bei uns in Alzey macht. Ja, war alles gut, war alles safe, sie hatte offen, hatten sogar nachmittags noch offen, 2 Stunden von 14 bis 16 Uhr. Ja, dann schnell noch mit meiner Versicherung gemailt, dass ich die EZB-Nummer, so heißt sie, glaube, ja, jetzt ein bisschen schneller bräuchte. Ja, um 2:30 war ich dann in Alzey. Ne, um 2:30 war ich dann an der Zulassungsstelle. Ja, saß er dann gut 1 Stunde, 1,5 Stunden rum und hatte dann das neue Auto zugelassen. Also, ja, was Corona so mit einem macht, ja. Den ganzen Plan über den Haufen geworfen. Ja, und ich hatte mich dann mit einer Dame von der Zulassungsstelle unterhalten. Ich habe gesagt, naja gut, da im Umkreis von Landau und so haben jetzt schon die Zulassungsstellen zu. Sie sagte auch, ja, hier im Umkreis von Alzey haben auch schon viele Zulassungsstellen zu. Ja, da habe ich nochmal Glück gehabt, ja. Und gestern hatte ich halt, heute Morgen habe ich halt gehört, dass die Zulassungsstelle eventuell auch diese Woche zumacht. Also da habe ich ja nochmal richtig Wassel gehabt, dass ich das neue Fahrzeug noch zulassen konnte und jetzt abholen werde. Ja, und auf der Facebook-Seite von dem Auto oder von der Marke hatte ich auch gelesen, dass auch viele Autohändler zumachen werden bis Mitte April und dadurch keine Auslieferungen stattfinden. Ja, also bis gestern hatte mein Händler noch auf, da hatte ich ja gestern noch mit denen telefoniert. Habe auch den Termin für heute gleich ausgemacht. Also hoffe ich mal, dass sie noch aufhaben und nicht vom Coronavirus ergriffen worden und ihr zu sind. Also, aber ihr seid dann live dabei, ob der Händler noch auf hat oder nicht. Also, ich melde mich dann, wenn ich beim Händler bin. Also, bis später. Ja, Autofans, ich bin angekommen. Da hinten steht er irgendwo drin. Ja, ich bin im Auto aus Holz in Landau, aber hier in Neustadt an der Weinstraße. Wir haben noch ein zweites Autohaus in Landau. Ja? Einer von den drei Marken ist geworden, was ihr im Hintergrund seht. Also entweder Opel, Kia oder wieder ein Ford. Ja, lasst euch überraschen. So.
So, ich gehe jetzt rein, mache den ganzen Papierkram und ich melde mich dann gleich wieder. Bye. Endlich glücklich angekommen. Und da steht das Prachtstück. Hat ziemlich viel Spaß gemacht auf der Rückfahrt. Also, demnächst gibt es ein paar Videos drüber. Da könnt ihr euch schon drauf. Wenn euch das Video gefallen hat oder der Vlog gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert auch weiter in meinen Kanal. Und wir sehen uns dann mit dem Kia Proceed GT demnächst wieder. Also, bis später. Ciao.